Also wir sind da im Herzen von Graberstein, in der Südoststeiermark. Früher hat es da Kühe gegeben im Hof. Dann haben wir uns mit den Pferden weiterentwickelt und seit 2 Jahren eigentlich sind wir jetzt auf die Hühner gekommen. Ne? Dann sind die Wachteln nochmal dazugekommen zwischendurch. Das ist auch so ein bisschen ein Lückenfüller geworden, finde ich, was eigentlich sich echt gut entwickelt hat. Wir haben ganz viele verschiedene Rassen, vom normalen Hybridhändel bis hin zu selbstgezüchteten Mixen und reinrasigen Hühnern, die verschiedene und bunte Eier legen vor allem und zusätzlich noch die Wachteln. Wir verkaufen in den Kiloboxen die verschiedenen Größen, also bei uns gibt es keine Ausschussware, sondern es wird alles an den Kunden gebracht. Durch die Mischung von den verschiedenen Größen und den bunten Eiern ist es immer eine Überraschung, quasi, wenn man die Box aufmacht. Es ist bunt, es ist klein, es ist ganz groß, es ist einfach alles dabei. Wir leben nicht nur mit den Viechern, sondern vor allem für die Viecher. Und wenn das Ganze nachhaltig ist, sind wir auch alle glücklich.